Hallo, hier ist der Clemens und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der elektrische Stein. Ihr seht, ich habe eine Weste an, es wird kalt draußen, daher ist es wieder Zeit, dass wir uns mit schönen, warmen Beleuchtungsthemen beschäftigen. Wir machen jetzt also weiter mit dem ersten Stock unseres Lego-Spielzeugladens. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich muss mich ein bisschen bei euch entschuldigen. Ich habe euch nämlich ein paar Dinge vorenthalten, finde ich, bei der Arbeit des Erdgeschosses. Das liegt einfach daran, ich musste für mich selbst einfach mal so ein bisschen herausfinden, welche Vorgehensweise habe ich denn nun bei dem Tauschen von gewissen Steinen, bei der Art und Weise, wie ich da bohre, wie ich da Kabel reinlege, wie ich löte. Da habe ich sehr, sehr viel erstmal selbst ausprobiert und habe euch dann quasi direkt mit dem Endergebnis konfrontiert. Ja? Finde ich halt ein bisschen schade, insofern versuche ich das jetzt mit dem ersten Stock hier ein bisschen nachzuholen. Heißt, die nächsten Videos, die werden jetzt ein bisschen kleinteiliger. Heißt, wir machen jetzt Einzelvideos. Heute zeige ich euch, welchen Denkprozess ich mehr oder weniger verfolge, um hier einzelne Steine zu tauschen, denn nicht alle eignen sich grundsätzlich dafür, dort Kabel reinzulegen. Und wie mache ich das mit dem Bohren? Wo bohre ich? Wie lege ich da die Kabel am besten rein? Worauf muss ich aufpassen, wenn ich jetzt LEDs da reinsetze und so weiter und so weiter? Das machen wir jetzt alles ein bisschen kleinteiliger und ich zeige euch dann auch jeweils in der Nahaufnahme, wie ich das jetzt ganz konkret gemacht habe. Heute erstes Video zum ersten Stock. Wir fokussieren uns ausschließlich auf das Thema, welche Steine muss ich tauschen, wenn ich wo irgendwo eine LED reinlegen will. Und da ist mein erster Tipp. Besorgt euch erstmal einen gewissen Vorrat. Bricklink ist meine persönliche Empfehlung. Nutze ich. Was mache ich da? Also ich habe mir einfach mal, das seht ihr hier, verschiedenste Kleinteile jetzt einfach mal bestellt. So ein bisschen als Grundlage, um irgendwie Steine tauschen zu können. Ja, einiges habe ich euch ja schon vorgestellt. Ich habe zum Beispiel hier solche Steine. Das sind diese 1x2 Bricks mit zwei Löchern drin. Da ist meine Idee, das nutze ich so ein bisschen als Kabelführung für die Decke. Das heißt, die kommen an die Decke dran und dann werden da die Kabel durchgelegt. Solche Teile habe ich mir bestellt. Ich habe mir auch sowas hier bestellt. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, aber habe ich gefunden. Das sind Modified Plates 1x2. Ja, mit so einem Technikloch da unten dran, ja. Und auch zur Kabelführung. Und die sind einfach ein bisschen platzsparender als diese 1x2 Bricks. Ne? Also wenn ich da nur zwei Kabel irgendwie verlegen muss, dann glaube ich, würde ich eher so einen Stein nehmen. Aber wenn ich jetzt irgendwie 4, 6 oder 8 Kabel verlegen muss, dann würde ich vielleicht eher so einen Stein nehmen. Ne? Aber einfach mal so ein bisschen als Grundvorrat Kabelkanal für die Decke. Ja? Dann natürlich auch Kabelkanal für die Wände. Da habe ich mir einfach mal diese Bricks hier bestellt. Das sind auch diese Technikzylinder, wie auch immer. Da kommen dann diese Technikpins, diese ganz normalen Technikpins kommen da rein. Die hier. Ja. Oder hier, hier besser gesagt, diese stinknormalen Technikpins. Ja. Da kann man Kabel wunderbar in der Senkrechten schön verlegen. Aber auch nochmal, einfach damit ich es mal habe, ein paar von diesen Fernrohren. Macht euch keine Sorge, ich schreibe das alles in die Beschreibung unten mit rein. Oder auch hier diese stinknormalen 1x1 Bricks rund. Ja, auch die habe ich mir einfach mal massenweise mal ins Ding bestellt. Was heißt massenweise? So jeweils 20, 30 Stück. Oder auch hier sowas. Ein einfacher 1x2 Brick mit einem Loch drin. Auch wieder, um es an die Decke zu klemmen, damit ich da schön meine Kabel reinlegen kann. Und natürlich verschiedene Farben und Formen nochmal von diesen 1x1 runden Round Brick, um eben leuchtender irgendwie zu bauen. Ja, also hier kommen dann die LEDs rein. Hier in weiß und natürlich noch in verschiedenen anderen Farben. Hier jetzt noch gelb und rot, blau, da war noch eine Türkise mit dabei und so weiter. Ja, also hier ist noch orange, grün, rot, einfach verschiedene Farben, damit ich da einfach für die jeweilige LED-Farbe da auch den passenden Stein für habe. Ja. Ich habe mir damals in meiner Vorfreude auch noch diese zylindrisch-adrigen Steine bestellt. Also ich kann es dir mal zeigen. Das sind hier rot versus orange. Also hier diesen stinknormalen 1x1 Rundbrick versus hier den in orange. Der ist vorne zur Spitze hin ein bisschen zulaufender. Das ist einfach mir so ein bisschen, zylindrisch-artig, wie auch immer, ein bisschen enger zusammenlaufen einfach. Hier habe ich deutlich mehr Spielraum.
Wenn ich als absoluter Lötamateur da einfach eine LED reinlegen will, ist das einfach viel entspannter als das hier. Da muss ich schon ziemlich eng arbeiten. Also die würde ich euch noch nicht mal mehr empfehlen. Habe ich jetzt auch hier nicht benutzt. Diese 1x1 Round Bricks und verschiedene Farben, wie gesagt. Also das ist der erste Schritt. Bestellt euch da einfach mal einen gesunden Format. Kostet nicht die Welt, ja. Also ich glaube, für die komplette Bestellung, die ich jetzt hier aufgegeben habe, vielleicht 10, 12 Euro bezahlt, ja, irgendwie sowas. Das ist okay, ja. Also das passt dann schon. Okay, weil wir können nicht an jeder Stelle die Originalteile benutzen, um da irgendwie Kabel durchzulegen. Das geht einfach nicht. Deshalb müssen wir uns im Vorfeld müssen wir uns Gedanken machen. Erstens, wo will ich eine LED hinsetzen? Und zweitens, wie kriege ich die Kabel dahin? Und da müssen dann in der Regel Steine getauscht werden. Okay. Und wenn wir Steine tauschen müssen, ist es halt ganz nett. Wenn ihr, vielleicht habt ihr auch irgendein riesen Konvolut, greift da rein, um Himmels Willen. Ihr müsst ja nicht gleich was bei Bricklink bestellen. Wenn ihr da eine Kiste habt, kann ja verschiedene Farben sein, kann ja auch erstmal bunt sein. Völlig egal. Ja. Aber damit ihr erstmal was habt, greift in euren Konvolut rein oder hier bestellt einfach was bei Bricklink, dann könnt ihr schön loslegen. Okay, viel Geschwätz. Wir beginnen jetzt heute mit dem ersten Teil. Das heißt, einfach nur die Gedanken machen, wo will ich denn jetzt eine LED hinsetzen und welche Steine tausche ich dafür am besten. Und dafür geht es jetzt ab in die Nahaufnahme. So, hier ist also das Obergeschoss des Spielzeugladens 31105. Ich nenne es die Studentenbude, denn mehr ist es nicht. Hier steht ein Bett drin, Pflanze, eine Lampe, eine Tür auf den kleinen Balkon hier. Schön und gut. Die Frage ist nun also, wo wollen wir Lichter positionieren? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Und ich finde, das Set gibt da schon einige Ideen her. Also ganz offensichtlich, hier ist schon mal eine Außenlaterne. Das könnten wir als Beleuchtung benutzen. Im Raum selbst gibt es hier diese Standleuchte. Auch die ist ja prädestiniert dafür, dass wir da irgendwie ein Licht einbauen. Und ich sage, für den kleinen Raum hier reicht das auch. Ne? Also eine Außenleuchte, eine Innenleuchte. Ich denke, das reicht. So, jetzt haben wir uns dazu entschieden, wo die Lichter hin sollen. Jetzt müssen wir da Kabel hinlegen. Zwei von diesen dünnen Kabeln pro LED. Wie machen wir das also? Also, schauen wir uns mal diese Antenne hier an. Diese Laterne hier an. Hier ist ein 1x1 Brick weiß. Weiß sage ich. Gelb. Die sind schon mal ideal, um da eine LED unterzubringen. Also da sagen wir schon mal, das passt. Diese Antennen hier, so schick sie sind, aber die eignen sich leider gar nicht, um da irgendwie Licht unterzubringen. Also theoretisch könnte man hier reinbohren, aber dass da was schief geht, ist eher wahrscheinlich, als dass es gut geht. Insofern ist das ein Teil, das einfach aussortiert werden muss. So, das heißt, wir müssen uns Alternativen überlegen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wir könnten das entweder mit den links diesen Fernrohren wieder machen. Ich hoffe, er stellt es hier scharf. Hier, man könnte es hier links mit den Fernrohren machen oder eben rechts mit diesen 1x1 Rundbricks. Was müssen wir dazu machen? Wir nehmen also diesen 1x1 Brick und ich drehe ihn jetzt einfach mal rum, damit der Stud auf der anderen Seite drauf ist. Dann könnte ich das zum Beispiel so lösen. Ja. Dann hätte ich die Antenne durch diese drei Bricks ersetzt. Das würde schon mal gehen. Ästhetisch und ein bisschen schicker, finde ich, so ist es leider, auch wenn es schwierig ist, da Kabel reinzukriegen, ist das hier wieder, diese Fernrohre. Ja, das sieht schon schicker aus und ich denke, damit kann man arbeiten. Ja, also das ist jetzt die Entscheidung, die wir treffen müssen, zwangsweise. Wir ersetzen hier diese einfache Antenne durch die zwei Fernrohre. Okay. So, damit haben wir jetzt aber erstmal den Weg gewonnen von hier oben nach hier unten. Dann sind wir, nehmen wir es mal kurz zur Seite, hier auf diesem Brick. Da sind wir ziemlich dankbar, denn wenn wir den abnehmen, sehen wir das komplette Geländer, gleich da halt mit ab. So, da sehen wir, da hat Lego schon vorgesorgt, das ist prima. Da können wir ideal zwei Kabel durchführen. So, wenn wir das tun,
dann landen wir hier oben. So, und dann wird es problematisch. Hier oben ist kein Loch, wie wir sehen. Und selbst wenn wir da durchbohren würden, würden wir hier auf diesem dünnen Geländearm hier landen. Das wird nicht funktionieren. Also da kriegen wir kein Kabel sauber reingelegt. Das wird nicht funktionieren. Heißt, wir müssen die Laterne an eine andere Stelle setzen. Welche Möglichkeiten haben wir? Naja, wir könnten sie zum Beispiel eins nach hinten setzen. Was würde dann passieren? Oder wo müssten wir dann bohren? Also wir müssen hier irgendwo unten raus. Das ist ja unser Ziel. Wir müssen irgendwo unten raus, weil wir wollen ja im Erdgeschoss landen. Hier haben wir schon mal ein Loch in dem Stein. Da könnten wir also durchlegen. Dann sind wir bei dem hier. Das heißt, wir müssen den durchbohren, von oben nach unten. Diesen Brick hier von oben nach unten durchbohren und die Platte hier durchbohren. Ja, also müssen wir 1, 2, 3 Steine müssten wir durchbohren, damit wir dann mit dem Kabel hier unten irgendwo rauskommen. Das würde gehen. Das könnte man machen. Oder, und so glaube ich, werde ich es machen. Ich nehme das jetzt einmal weg. Hier drin steht so ein kleiner, was ist das, runder Tisch. Den nehme ich jetzt einfach mal weg und setze ihn um eins nach hinten. Hoppala. Oh, das will ich nicht. Oh, jetzt nehme ich alles auseinander. Entschuldigung. So, okay, alles wieder hergestellt. Also diesen roten Tisch habe ich jetzt einfach um eins nach hinten versetzt. Jetzt habe ich genug Platz, um diese Laterne hier hinzusetzen. Ja, jetzt ist hier drin irgendwas umgefallen. Tisch. So, Entschuldigung. So, dann steht die da. Das könnte man also auch tun. Ist nicht ganz so schick, weil sie dann ein bisschen kurz ist, aber man kann ja noch ein Fernrohr drunter bauen und dann wieder dahinstellen. So. Und dann sind wir wieder relativ nah am Original. Wir haben es jetzt eben um eins nach hinten und eins zur Seite versetzt und sind damit dann direkt auf dieser Platte hier. Ja, wir sind also direkt auf dieser Platte und müssten damit nur die eine Platte durchbohren. Ich versuche es immer so zu lösen. Die Variante, bei denen ich so wenig Steine wie möglich durchbohren muss, die nehme ich dann einfach. Ja. Ich meine, das könnt ihr anders machen, wie ihr das wollt. Dann hätten wir hier also ein Bohrloch. Damit würde ich leben. Ja, das passt dann ja. Also hier, da, hier. Durch diesen Brick müssten wir durchbohren. Okay. Dann hätten wir das Thema mit der Laterne hier außen schon mal erledigt. Gehen wir nach innen. Dort haben wir diese Standleuchte. Die hole ich jetzt einfach mal raus. Meine lange Rede. Das Prinzip ist hier dasselbe. Hier unten ist wieder eine lange Antenne. Die sitzt hier auf so einem, ich weiß gar nicht, wie dieses Element heißt. So einem Haken dran. Oh, das ist unscharf. So, und dann hier dieses Gelenk. Ja, leuchtet hier diese kleine Laterne. Also hier sind mehrere Dinge zu machen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich ersetze jetzt hier dieses komplette Teil, denn hier können wir nicht durchbohren. Das passt einfach nicht. Ich ersetze das durch jetzt sowas hier. Ich könnte jetzt natürlich auch hier wieder diese Fernrohre nehmen, aber ich mache es mir jetzt einfach und nehme jetzt vier von diesen 1x1 Rundbricks und habe hier so einen ganz klassischen, den habe ich noch in meiner Fundgrube habe ich ihn noch gefunden. Ja, so eine Platte 1x1 mit so einem Haken vorne dran. Den setze ich jetzt hier drauf. So. Und den vorne dran. So, dann habe ich schon mal diese Nachtleuchte nachgebaut. Studs. Da kriege ich keine LED rein. Das heißt, ich muss auch den Stud hier abnehmen, rausnehmen und ich setze mir hier wieder so einen Brick drauf. So. Den habe ich jetzt auch aus meiner Fundgrube sozusagen. Damit kann man schon eher arbeiten. Das heißt, hier kommt dann die LED rein. Diese Dish hat ein Loch, da komme ich wunderbar durch. Das Teil hier nicht, das heißt, hier müssen wir durchbohren. Die Kabel sind dann frei in der Luft und gehen hier in diesen Brick wieder rein. Und dann komme ich wunderbar runter auf die Platte. Das heißt, wir müssten hier durchbohren und wir müssten hier durchbohren. Und natürlich müssten wir hier, ich hoffe, man kann es sehen, hier müssten wir durchbohren. Ja. Dann sieht das so aus. Was mir daran gefällt, ist,
wenn ich das jetzt mal umdrehe. Ich habe hier auf dieser langen Platte habe ich zwei Bohrlöcher zu machen. Schön ist, ich muss die nicht durchbohren und ich muss die nicht durchbohren. Ich bin immer ein Freund davon, dass ich so wenig durchbohren muss wie nötig. Insofern hätte ich jetzt mit der Variante hier nur zwei Bohrlöcher unten auf der großen Platte. Ja, ich meine, die Fernrohre wären mit Sicherheit hier auch ein bisschen schicker, aber ich mache es jetzt einfach. Das ist jetzt die Studentenbude. Das ist schon okay. So. Das heißt, hier werden jetzt natürlich auch die Kabel, die hier oben rausgucken und dann hier wieder reinlaufen, Teil der Ästhetik. Ja. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich dann auch wieder zwei schwarze Kabel benutzen, um den Strom zu leiten und nicht ein schwarzes und ein rotes. So ist der Plan. Okay, jetzt haben wir uns überlegt, wo wir welches Licht haben wollen. Wir haben Steine dazu ersetzt. So ist es leider. Lego sieht nicht vor, dass man ihre eigenen Sets mit LEDs beleuchtet. Deshalb müssen wir uns unsere eigenen Gedanken machen, was ich hier ganz schön finde. Also haben wir hier jetzt unsere Laterne und hier unser kleines Nachtlicht. Und als nächstes geht es an die Bohrarbeiten.